Ja, Bremen steht hinten in der eigenen Hälfte. Kompakt jetzt mal die Hereingabe von Ovomoyela. Und der Kopfball von Großkreutz. Und er kann selbst nicht glauben, dass der ein Kopfballtor erzielt hat. Kevin Großkreutz. Erste Chance, wenn man so will, überhaupt in der Partie. Und nach 10 Minuten führt Borussia Dortmund mit 1:0. Da sah es eigentlich so aus, als stünde Bremen hinten, so wie sich das gehört. Aber dann dieser Doppelpass, Ovomoyela mit Błaszczykowski. Und dann postiert sich hinten Clemens Fritz falsch. Kommt nicht an den Ball heran, im Gegensatz zu Kevin Großkreutz. Der überspringt den Bremer locker und kein Vorwurf an Tim Wiesel. Den hat Großkreutz hier optimal erwischt und der senkt sich genau über den Bremer Keeper.